Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es um dieses kleine Teil da oben, besser gesagt um den Türschließer. Wie du den einstellen kannst, wie du die Feineinstellung von so einem Türschließer einstellen kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Bleib dran und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Um den Schließer einzustellen, dafür brauchst du gar nicht viel Werkzeug. Es genügt meistens ein Schlitzschraubendreher oder ein Kreuzschraubendreher und ein Imbusschlüsselsatz. Am besten ein etwas längerer, aber so ein kleiner tut es genauso gut. Ja, und dann schauen wir uns mal den Türschließer genauer an. Der Türschließer besteht aus zwei Teilen, besser gesagt aus drei. Einmal den Körper. Dann haben wir hier oben die Laufschiene und das ist der Arm quasi, der das Ganze dann betätigt bzw. die Kraft überträgt. Das ist jetzt einer von Geze, meist verbreitet. Es gibt aber auch einen von Dorma oder noch andere qualitativ hochwertige Türschließer. Ich werde euch mal unten ein, zwei verlinken, falls ihr den eventuell austauschen möchtet. Die meisten sind vom Aufbau recht simpel bzw. alle gleich. Ihr habt vorne eine Abdeckkappe. Die geht jetzt ein bisschen schwer, die müsst ihr abziehen. So, Achtung beim Wegziehen, dass ihr die nicht irgendwie verbiegt oder verkantet. Das geht nämlich ziemlich schnell, das ist dünnes Aluminium. Dahinter verbürgen sich schon die Montageschrauben 1, 2, 3, 4 und wir haben drei Einstellschrauben. Die sind auch gekennzeichnet mit Nummern. Wir haben jetzt hier die 1, 2 und das ist die 3. Hier an der Seite befindet sich noch eine Schraube, da bitte nicht dran rumstellen. Die ist schon voreingestellt vom Werk aus. Damit könnt ihr den Dämpferdruck bzw. die Feder einstellen, wie stark der Schließer ist. Wie gesagt, daran bitte nicht rumdrehen. Jetzt haben wir hier unsere Nummer 3, 1 und 2. Das Ganze könnt ihr beispielsweise mit einem Schlitzschraubendreher einstellen. Und die Stufe 3 dient dazu, um den Endeinschlag von den Türschließer einzustellen. Stufe 1 dient dazu, um die Schließgeschwindigkeit einzustellen und die Stufe 3, um den Öffnungsdämpfung einzustellen. Es sind drei verschiedene Schrauben, die ihr einstellen könnt und damit könnt ihr beispielsweise, also ich kann euch empfehlen, immer mindestens bzw. nicht mehr als eine halbe Umdrehung den Schließer einzustellen und dann die Tür zu prüfen, ob das Ganze genügt. Wenn nicht, vielleicht nochmal eine Viertelumdrehung mehr. Aber jetzt nicht rangehen und jetzt drehen, weil dann habt ihr den kompletten Türschließer komplett verstellt und es ist dann später ganz, ganz schwer wieder zurück zur Grundeinstellung zu finden. Kommen wir nochmal zur Erklärung der drei einzelnen Punkten, die ihr einstellen könnt. Zum Beispiel 1 ist die Schließgeschwindigkeit. Damit könnt ihr beispielsweise einstellen, wie schnell die Tür in die Zarge hineinfällt. Das ist die Schließgeschwindigkeit, sagt auch schon der Name. Punkt 2 ist der Endeinschlag. Das heißt, die letzten 10 bis 15 cm, wie die Tür in die Falle bzw. in das Schließblech reinfällt. Ihr seht jetzt hier, das Ganze ist ein bisschen zu wenig, das heißt, da fehlt noch ein bisschen mehr Wumms dahinter. Das heißt, ich könnte jetzt hier eine Viertelumdrehung die Schraube drehen, sodass die Tür dann auch in die Falle fällt. Und kommen wir zu Nummer 3, das ist die Öffnungsdämpfung. Das heißt, wenn ich die Tür öffne, wie sie gedämpft wird. Sagt auch schon der Name Öffnungsdämpfung. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann schließt die Tür auch wieder, beziehungsweise der Türschließer ist auch richtig eingestellt. Ganz, ganz einfach. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn du weitere Videos suchst, wie du beispielsweise deine Fenster einstellst, dein Fenster klemmt oder wie du eine Gummidichtung vom Fenster wechseln möchtest oder wie du beispielsweise deine alte Haustür dicht machen möchtest, dann schau doch mal unbedingt die Infobox an. Da werde ich dir ein paar weitere Videos verlinken. Unter anderem findest du auch noch mal ein paar tolle
Wartungssprays, beispielsweise Druckluftspray, falls du keinen Kompressor hast, beziehungsweise die Puste ausgeht, oder ein Montagereiniger oder beispielsweise ein PET-Trockenspray. Alles von Presto. Das ist mein Partner, der mich in diesem Video unterstützt hat oder allgemein unterstützt. Und die tollen Produkte werde ich dir auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lass einen Handwerker-Daumen nach oben da und ein Abo. Bis dahin, bis zum nächsten Video, euer Mr. Handwerk. Ciao.